Die Normalisierung einer Dysfunktion in die Innenrotation vom Hüftgelenk. Ich stelle meinen rechten Fuß neben den linken Fuß vom Patienten und nehme dann das betroffene Bein. Ich gehe in die Flexion, in die Ausrotation bis an die motorische Grenze und ich fixiere das Bein so mit meiner rechten Knie. Den Körper vom Patienten bringe ich nach hinten und etwas zur anderen Seite. Sie stützt auf der Bank so. Und dann nehme ich einen Kontakt in der Leiste mit meiner MPC2. Ja? Ich mache ein Tissue Pull und nehme einen Kontakt so nah wie möglich am Column Femoris. Ja? Ich, mit meiner anderen Hand nehme ich das rechte Knie und suche weiter die motorische Grenze. Und dann kann ich einen Thrust ausführen in der Leiste, am Knie oder beides. Gut, und dann bringe ich wieder das Bein zurück.